Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, wir haben die letzten beiden Folgen unsere beiden Keysets aufgebraucht, haben uns zwei Torches besorgt. Zum einen, ach komm. Oder soll ich sagen? Zum einen die Druidentorch 2010. Und zum anderen die, keine Zauberin-Torch, eine Assassin-Torch 1916. Jetzt haben wir keine Keys mehr. Womit machen wir weiter? Ja, wir könnten entweder wieder massig Keys farmen und so lange diese Prozedur durchführen, bis wir eine Zauberin-Torch haben. Oder wir machen zur Abwechslung mal wieder ein paar Farmruns. Und ich glaube, ich möchte mal zur Abwechslung mal wieder ein paar Farmruns machen. Es kann immer noch so viel droppen. Schlachtensense. Grimms brennender Tod. Den Brustpanzer brauche ich mir nicht angucken. Das müsste Isenhart sein. Grimms brennender Tod ist mir jetzt geläufig. Ich glaube nicht, dass der neu ist. Ich habe das Problem. Dass ich da. Nicht hier. Tja, nicht mehr so. Es fällt mir schwer zu sagen, welche Gegenstände ich habe und welche nicht. Ich packe die immer jetzt einfach ein und gucke dann im Nachhinein in meiner Liste. Ich habe leider nur einen Bildschirm. Sonst hätte ich mir das nebenher aufgemacht und einfach nachgesehen. Aber ich kann mir das jetzt da nicht so aufmachen, weil dann ihr wisst schon. Söldner ist down. Heilederhandschuhe. Grabpalme, den habe ich. Grabpalme habe ich. Nehme ich mal die Geisterrüstung mit. Habe ich da hinten geguckt? Oh, nur blaues Zeug, ne? Gut. Ach komm. Gucken wir nochmal hier in die Kiste. Ah ja, schon mal Glück gehabt, ne? Seid gegrüßt. Ich könnte Heilrunen gebrauchen. Ich habe immer noch meinen Spirit mit 25%. Das war eine Prozedur. Ich hatte Heilrun. Komm, wir probieren jetzt was. Und zwar Players 3. Players Set 3. Nicht. Ich hatte nämlich einen schönen Kommentar gekriegt von Herrn Schumacher, das konnte ich mir merken. Der Vorname Andreas, ich bin mir nicht mehr sicher. Mit ihm habe ich ein bisschen geschrieben, er sagte auch, Keyruns und so weiter bieten sich an, auf Players 3 zu spielen, weil da sind sie nicht sonderlich schwerer, aber die Drop-Chance soll wohl von 1 zu 12 auf 1 zu 8,6 sinken. Also mehr Keys sozusagen. Guck mal, Players 3 ist easy peasy. Er hatte mir auch noch geraten,
Eventuell mehr auf Defensive zu skillen. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen experimentieren, gucken, wie sich mein Charakter denn auch so schlägt, wenn ich das alles mal so lasse. Ich habe ja jetzt die Torch. Ein paar mehr Attribute. Mehr Resis. Ja, da bin ich ja auch schon dadurch etwas defensiver. So, und ich erhoffe mir jetzt durch die Tunnels Talarmor, Talamulett, Oculus. Oder noch mehr tragen. Den legendären Mang Songs Lektion. Das wäre ja der Hammer. Das wäre ja der Hammer. Guten Tag. Nicht hier. Weil ein gewisser Mr. Lama sucht immer noch danach. Und der macht das schon seit ein paar Jahren. Ich bin ein Riesenfan. Ich glaube sogar, er ist derjenige gewesen, der die Holy Grail Quest ins Leben gerufen hat. Kleiner Zauber, habe ich gar nicht gesehen. Giftwiderstand. Bam. Plays 3 geht easy. Geht gut, ne? Man, die Unique Drop Rate ist jetzt. Hält sich in Grenzen, aber. Das dürfte kein Problem sein. Nein, nein, ist okay, komm rein. Ich schneide das raus. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen.
Ja, da bin ich wieder. Ich musste jetzt gerade mal die letzten Minuten eben muten. Aber jetzt bin ich auch wieder da. Bis jetzt halten sich ja die Unique Drops in Grenzen. Ich hatte ja, ein paar, zwei Runen, ein Sigon. Schlüssel habe ich, okay. Ich glaube, ich brauche hier gar nicht den Trash machen, ne? Ich brauche hier, glaube ich, nur die Bosse machen, ne? Ich glaube, nur die Bosse haben die das Item Level 85, oder? Habe ich eine Rune gehört? Muss hier jetzt mal den Trash machen, weil ich sonst nicht an den Boss rankomme. Der ist nämlich kälteimmun. Den muss mein Söldner machen. Passt. Ich kann nicht noch mehr. Nein, 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 nein. Komm, egal. Raus da. Raus da, raus da. Eure Anwesenheit ehrt mich. Hallo? So, jetzt muss ich mal kurz mein Inventar leer machen. So. Und so. Tunnels. Ja, das Play ist dry. Trockene Spieler. Players 3, hat er mir empfohlen für Keyruns. Ne? Aber klar, für Items ist es natürlich auch nicht schlecht, ne? Erhöhte Spieleranzahl erhöht die Anzahl der Drops. Nicht die Unique Drops. Also nicht direkt. Ne? Je mehr Items droppen, desto mehr Uniques können natürlich auch droppen, aber erhöhte Spielerzahl hat keinen Einfluss auf die erhöhte Zauber Magie von Bonus. Ne? Ich kann nicht noch mehr. Aber wenn mehr Items droppen können, können natürlich auch mehr Uniques droppen. Ogerhammer. Wille des unsterblichen Königs. Steintrümmerer des unsterblichen Königs. Ah, ich weiß nicht, ob ich den. Ich glaube, ich habe den schon. Ich glaube, mir fehlt nur noch der Seelenkäfig. Ich bin überladen. Tal. Ah, ich guck mal eben. Muss ich halt mal eben ein bisschen laufen hier. So, Set-Seite hier, da ist er, Steintrümmerer. Gut. Mir fehlt nur der Seelenkäfig. Was ist denn, ach, die Rüstung, ne? Seelenkäfig ist die Rüstung. So, Tal. Ein Riesenzauber. Okay.
noch mehr tragen. Wo sind die Bosse? Da ist doch nur einer. Okay. Next. Wohin kann ich euch bringen? Hier ist auch kein Boss, ne? Da ist einer. Ob hier noch einer zwischen ist, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Leichte Plattenrüste. Au, au, au. Weg, weg. Ei, 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 ei. Kleiner Zauber habe ich gesehen. Riesenzauber. Ich bin überladen. Riesenzauber und... Wo ist der Kleine? Extra Gold. Jetzt stirbt mir hier gleich der Söldner weg. Uiuiuiuiui. Komm schon. Ach, Glück gehabt. So, und der kleine Zauber. Oder habe ich mich vertan? Gab es nur einen Riesenzauber? Tal Amor. Tal Amor, Tal Amor, Tal Amor. Guten Tag. Okay. Dol. Das ist ja Dol. Großhelm. Ich kann nicht noch mehr tragen. Heulhauer. Oh, den habe ich glaube ich schon. Den habe ich glaube ich schon.
Flegel? Flegel? Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, da muss ich nochmal zurückkommen. Heuhau, bin ich mir nicht sicher, packe ich aber ein. Aus meinen ganzen Dollruhen kann ich Heelruhen machen. Aber mir fehlen dafür die... Saphir, die kleinen. So. Heulhauer. Habe ich, glaube ich, schon. Packe ich trotzdem ein. Dann habe ich hier noch Tal. So. Flegel, Leute. Vier Sockel! Brauche ich nur noch eine Wex. Also Hoto. Hoto will ich mir ja nur machen, weil Hoto besser als der ist. Aber ich will ja eigentlich einen Okku tragen. Nicht in der Stadt. Oh, letztes Portal. Eigentlich will ich ja das Okku wegen der MF, ne? Ich bin ja hier, um alle Gegenstände zu finden. Nicht um den höchsten Damage rauszuhauen, ne? Deswegen bevorzuge ich das Okku anstelle von einem Hoto. Ansonsten ist natürlich das Hoto besser. Geisterglefe? Neuer Gegenstand? Gespensterflucht, Leute. Benötigter Level 76. Ist das so ein Elite-Ding? Ist das so ein Level... Hier, Gegenstandsstufe 85? Item? Achso, Gegenstandsstufe 85 haben die alle hier, ne? Also selbst ein... Eisenharz, glaube ich. Aber ist das so ein Elite-Gegenstand? Ich glaube schon. Geil! So ein Gegenstand, der halt nur in solchen Areas droppen kann, ne? Gespensterflucht. Neuer Gegenstand. So, jetzt brauche ich... Eure Anwesenheit ehrt mich. So. Dab, dab. Da, da, dab. Nee, falsch. Da. Also das ist auf jeden Fall ein neuer Gegenstand. Den werde ich definitiv noch nicht haben. Ätherisch füllt die Menge auf. Ich glaube, in Ätherisch ist der sogar ganz gut. Weil es die Menge auffüllt. Dann kann der nicht kaputt gehen, oder? Anzahl? Ah, aber Haltbarkeit hat er nicht. Wurfschaden, Einhandschaden. Also ich denke mal für so eine Amma kein verkehrter Gegenstand. Ich kenne mich aber auch nicht mit Ammas und Assas aus. Also nicht richtig. So eine Trap-Scene kann ich schon ausrüsten, weil die ja so ungefähr wie die Zauberin funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn es da irgendwie in eine Kick-Scene oder so geht, keine Ahnung. Habe ich noch nie, ist auch nicht wirklich richtig. Ich habe so gut wie jede Klasse schon mal gespielt. Und auch auf unterschiedliche Arten, aber nicht wirklich gespielt. Ihr wisst, was ich meine. Man hat halt irgendwann mal Diablo 2 gekauft und hat es angefangen. Vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Und dann hat man irgendwann mal alle Klassen durchgehabt, aber bis man angefangen hat, das Spiel richtig zu spielen,
Da hat man sich schon seine Klassen ausgesucht. Seine Favoriten. Und das ist bei mir der Parler und die Zauberin. Diablo 2 Classic. Das ist die Zauberin. Ich kann nicht noch. Weil das halt der einzige Charakter war, der teleportieren konnte. Wobei bei Classic der Hammerdienstschaden auch schon heftig war. Ich bin überladen. Aber es war immer ungefähr folgende Reihenfolge. Du stellst dir eine Zauberin. Zockst du im Battle.net. Tradest ein bisschen hin und her. Dämmerschleier habe ich schon, glaube ich. Der Schüler, ne? Tradest ein bisschen hin und her. Holst du dein erstes Enigma. Und spielst Hammerdien weiter. Tool. Ich kann nicht noch mehr tragen. Der Schüler. Schülerset komplett. Habe ich, glaube ich, vorher schon gehabt, ne? Ich bin überladen. Kurz gucken. Das muss ich mal eben machen. Set. 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 Da. Set. Blaue Rüstung. Nein. Nächste Set-Seite. Da ist eine Set-Seite. Nö. Kann das jetzt aber mal so machen. Ich schmeiß sie raus. Guck hier und der zeigt hier immer noch an als komplett, ne? Da ist sie ja, siehst du. Gut, habe ich schon. Schade. Also gut. Trotzdem schade. Sehr gut, dass ich den Gegenstand habe. Ja, der liebe Mr. Lama, der hat mit seiner Holy Grail Zauberin Level 99 erreicht. Und ihm fehlt immer noch ein Gegenstand. Mang Songs Lektion. So. Guten Tag. Und das wäre ja aber witzig. Wenn ich mit Level 87 bei 328 Gegenständen eben diesen Gegenstand finden würde. Droppen aber schon viele Gegenstände bei Players 3. Also muss ich mal sagen. Ich habe immer Angst bei solchen Itemhaufen, dass mir bestimmte Sachen nicht angezeigt werden, ne? Eigentlich muss ich mich auf die Bosse konzentrieren. Aber ich sehe sie immer nicht gleich. Da ist einer. Aber noch einer ist er nicht, ne?
So. Wohin kann ich euch bringen? Gut. Ich sag mal so. Wenn ich jede Folge einen neuen Gegenstand finde, kann ich mich nicht beschweren eigentlich. Also wenn das so weitergeht, pro Folge einen Gegenstand, bin ich vollkommen damit zufrieden. Würde bedeuten 502 Folgen, 502 Stunden, 502 Gegenstände. Würde mir vollkommen reichen. Aber es werden noch eine ganze Menge Folgen kommen, in denen das nicht passiert. Da ist noch ein Boss. Kälteimmun. Muss der Söldner machen. Eieiei, die Aura. Die Aura. Chaco. Ich bin überladen. So. Eieiei. So. Okay. Ich kann nicht noch mehr tragen. So. Guten Tag. Ich will mal eben die Gräfin probieren. Gucken, wie die so mit Players 3 ist. Einfach nur just for fun. Ne, vielleicht kriege ich auch Kies, vielleicht kriege ich eine Bärrune, eine Ja-Rune, Lo. Würde ich mir einen Grief bauen. Der Smite ein bisschen angenehmer. Wenn der Smiter gut funktioniert, könnte ich auch Pindel farmen. Da hätte ich auch Bock drauf. Würde auch mit dem Hammer gehen, aber ich würde den jetzt nicht immer wieder umskillen wollen. Wie haben wir mal? Okay, so jetzt vielleicht nicht. Los. Los, Söldner. Go, go, go. Aua. So. Easy peasy. Runenbogen. Kleiner Zauber. Angriffswert. Mal weg hier damit. Runenbogen. Magierzorn. Ich packe ihn mal ein. Ich glaube, ich habe ihn schon. Aber vielleicht ja auch nicht. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, ich will mal eben. Turmkeller Level 5 habe ich meine erste Bärrune gefunden. Also nicht hier im Holy Grail. Aber generell überhaupt. Ich kann leider nicht sagen, wie viele Bärrune ich insgesamt gefunden habe. Das waren schon ein paar.
im Laufe der letzten Jahrzehnte, wollte ich gerade sagen. Aber meine erste Bärrune werde ich nicht vergessen. Das war ungefähr hier. So. Könnte mal wieder cuben. Wo hatte ich... Da. Hier, der ist das, glaube ich, ne? Ladierter Saphir? Probieren wir es mal aus. Mein Würfel. Mein Horadrim-Würfel ist auf dem Smiter. Okay, dann probieren wir es nicht aus. Kriege ich nicht einen Horadrim-Würfel zurück, wenn ich mal hier Travi mache? Ist das nicht so? Weil irgendwie habe ich da kein Glück. Ansonsten muss ich muss ich da mal eben runterporten. Weil ich habe nur einen Horadrim-Würfel und irgendwie nervt es. Ich glaube, man kriegt den nur zurück, wenn einer noch die Quest hat. Also offen hat, wenn man da mit mehreren Leuten im Spiel ist. Verstärkter Streitkolben. Ah ja. Das ist wieder... Du, hier. Nee, dann geht's ins Leere. Hab ich den noch nicht? Du, ich hab den noch nicht. Kleiner Zauber. Ah, doch, ich glaube, ich hab den schon. Egal, ich guck dann... in Ruhe. Das, muss ich aber sagen, war das Entspannte an den Ubertrist-Runs, ne? An sich ist es... ja, schon happig gewesen, ne? Man ist quasi am... beben. Oh. Wo ist er? Da. Aber... wenn du keine Gegenstände findest, ist es im Nachhinein nicht so schlimm. Also nach dem Aufnehmen. Wo ist denn der jetzt? Ist er down? Ich glaube, er ist down. Gut. So, dann packen wir jetzt Dank uns Leere ein. Achtzehn muss ich mir merken. Im Nachhinein halt die Items kontrollieren, ob man die hat oder nicht. Da habe ich ja eine schöne Google Docs Liste, ne? Ja, dann eintragen in die Listen und so weiter. Aber macht man ja nur 502 Mal, ne? Das Eintragen. So. Ich wollte jetzt mir einen zweiten Horadrim-Würfel besorgen. Hallen der Toten Level 2. Sehr gut. Die ganze Karte ist bereits aufgedeckt. Perfekt. Felsige Öde ist falsch rum, ne? Ah, nee. Steingrab. Oder ist das Hallen der Toten? Kann ich nicht, ne? Ich glaube, Steingrab heißt es, wenn man die Quest schon erledigt hat. Was? Ich hab Radament noch nicht?
Warte mal, Steingrab ist falsch. Verdorrte Hügel. Ferne Oase. Warte mal. War das doch richtig? Hauberdriemstab. Kann ich jetzt halt nicht kontrollieren. Hallen der Toten macht man so selten. Hier, felsige Öde. Ich glaube, in der felsigen Öde gab es noch nichts. Oder waren Hallen der Toten in der felsigen Öde? Steingrab Level 2. Nee, das ist nicht richtig. Okay, ist schon mal gut, dass das nicht richtig ist. Das heißt ja Hallen der Toten. Aber zum Beispiel am Anfang gibt es doch die Höhle des Bösen. Wenn du aber die Höhle des Bösen schon hast, dann heißt sie, glaube ich, nicht mehr Höhle des Bösen. Oder irgendwo, irgendwas. Irgendwas verdrehe ich gerade, ne? Ich glaube, ich merke es schon. Verdorrte Hügel. Verdorrte Hügel, hier muss es sein. Hallen der Toten. Level 2. Nicht stehen bleiben. Level 3. Sicherheitsportal. Da ist es. Au, au, au. Oi. Oh, Kälteimmun. Das ist schlecht. Söldner down. Hallo. Hallo. Klopf, klopf. Ja, Bürger. Söldner wieder da. Nicht hier. Weg, weg, weg. Tada, hab ihn. So. Doll. Ach, wo hab ich ihn jetzt? Da. Nee, der war es gar nicht. Dann war es ein Smaragd. Gemeinsame Seiten. Nee, war falsch. Nee, war richtig. Fehlerhaft. Guck, habe ich nämlich gar nicht. Kann mal ausprobieren, was ich habe, aber ich glaube nicht. Muss ein Smaragd gewesen sein, weil ich den davon keinen hatte, ne? Ja. Gut. So, Horror-Dream-Würfel habe ich jetzt. So.
So, so, so. Ui. Mit diesem nicht in der Stadt. Ich wusste ja gar nicht, dass ich schon so lange aufnehme. Anwesenheit ehrt mich. Ja gut, dann mache ich jetzt nochmal einen Abschlussrun. Wünscht mir Glück. Rahl. Ich glaube, wenn ich dauerhaft Players 3 farm, dann wird's auch mal wieder was mit einem Level ab, ne? Wenn ich nicht sterben sollte. Ja, die Folge ist ja jetzt fast vorbei. Ihr könnt ja mal nochmal zurückklicken und dann bis fast zum Ende klicken und dann seht ihr, was die Folge an Erfahrung gebracht hat, ne? So einen kleinen Hüpfer solltet ihr schon machen. So. Guti. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.